Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Ark Ragnarok. Hier habe ich meinen kleinen Froschkönig geparkt, ja. Überwacht hier meine goldene Kugel. Habe ich jetzt nicht, aber okay. Ja, ich wollte euch mal was zeigen. Und zwar, tata, ich habe hier ein weiteres Tor gebaut. Ich weiß jetzt noch nicht genau, wie ich mit der Rückseite umgehe. Ich habe mal den Brunnen hier hingesetzt. Also ehrlich gesagt, das ist ein anderer Brunnen. Man konnte die ja nicht aufheben, deswegen habe ich den nochmal umgesetzt. Ja, der hat natürlich hier das gleiche Texturproblem wie der andere. Der hat aber immerhin ein Dach. Da habe ich hier nochmal ein paar Fässer hingesetzt, dass es ein bisschen netter aussieht. Und dann habe ich ganz viele Foundations und Treppen und alles mögliche. Und das ist sozusagen unser Hinterausgang. Ja, jetzt wird es hier natürlich gerade wieder dunkel. Das ist so ein cooles Tor, was so nach oben aufgeht. Ja, und von draußen sieht das Ganze dann folgendermaßen aus. So. Ja, so, jetzt ist natürlich das Tor da oben. Wir haben hier unsere Fahnen mit unserem Wappen. Die habe ich da vorne an dem Turm nochmal weggemacht. Die waren da ja nur zum Testen. Die waren etwas deplatziert. Ich finde, das sieht eigentlich ziemlich cool aus. Ja gut, das bisschen Fackel. Ja, ganz nett. Müssen wir nochmal überlegen, was wir dann da hinten mitmachen. So, ich wollte jetzt mir mal einen unserer zahlreichen Drachen schnappen, egal welchen. Und mich an einen Ort begeben, von dem ich weiß, dass es da ein weiteres Artefakt gibt. Ich versuche immer noch, die Türen selber aufzumachen. Brauche ich ja eigentlich gar nicht mehr. Die gehen ja von alleine auf. Ne, ich habe hier auch noch mal eins ausgebaut, weil ich hatte ja gesagt, also vorher ging halt der Weg nur bis hierhin. Und wenn ich in die Tür reinging, war es kein Thema. Aber raus stand ich dann halt irgendwie immer im Geländer drin. Jetzt gehen wir mal hier runter. Ich schnappe mir mal irgendeinen meiner Drachen. Und ich habe nämlich etwas Spezielles im Inventar, das ich brauche, vermutlich brauche, wenn ich an dieses Artefakt kommen will. Vielleicht hätte es auch mit dem Frosch geklappt, aber was ist jetzt los? Hä? Ich hänge. Wieso? Ach, Spiel. Du böses, böses Spiel. So. Geht doch. Walk. Flup. Okay. So, ja. Habe ich mir was ins Inventar gesteckt. Kann ich euch ja mal kurz zeigen. Tata. Denn das Artefakt, von dem ich glaube zu wissen, wo es ist, das befindet sich unter Wasser. Allerdings nicht im Meer oder so. Also möglicherweise gibt es da auch welche. Aber das, was ich haben will, das befindet sich im Canyon im Wasser. Und zwar an einer sehr, sehr hohen Stelle. Und da wollte ich jetzt mal hinfliegen. Ich nehme mal hier den Viserion. Jetzt mache ich aber mal wieder hier das Hut an. Oh, Level Up, sehr schön. Was geben wir dem denn? Der hat schon ziemlich gut Leben. Ausdauer. Ja, dass er auch möglichst viel fliegen kann. Sehr gut. Ich habe hier ja mal ein paar Fackeln hingemacht, so Standfackeln von dem Mod Auto Torch. Ja, die gehen halt einfach an und verbrauchen kein Material. So, ich mache aber noch die Tür wieder zu. Es ist natürlich gerade wieder Nacht, die geht aber bei mir ziemlich schnell vorbei. Und ehe ich da angekommen bin, da ist es bestimmt schon wieder hell geworden. Und da wird es auch schon wieder Tag. Ich habe mir extra ein bisschen Zeit gelassen und nochmal ein paar Loots aufgemacht. Da drüben ist nochmal ein Lilan und hier auch. Ich habe gerade einen überragenden Terranodon-Sattel, also eine Blaupause dafür aufgemacht. Der hat allerdings auch so einen schönen goldenen Kringel, die sind einfach wirklich deutlich besser. Der Rest ist einfach nach wie vor immer nur noch Müll. So, wollen wir doch hier auch nochmal reingucken. Das Gute ist ja, dass man gar nicht mal so sehr absteigen muss. Ja? Also ich muss jetzt nicht runter von meinem Drachen. Was haben wir hier für einen Sattel? Charlicoterium-Sattel. Fackel aus. So, und da drüben, da sehen wir schon das Objekt unserer Begierde. Und zwar ist es diese gigantische Felssäule, wo das Wasser oben rausläuft. Denn ich hatte ja, wir sind ja glaube ich schon mal rübergeflogen. Ich habe gesagt, ja, das wäre ja auch mal interessant zu sehen, was denn da unten ist. Es ist ganz tief und so. Ja, und jetzt weiß ich, was da unten ist. Da unten befindet sich doch tatsächlich ein Artefakt. Flupp. So, ich habe dafür extra... Kannst du dich hier hinstellen? Ja, sehr gut. Also ich habe extra meine Taucherausrüstung mitgenommen. Ja, ich setze mir mal die Schuhe an, dann geht es schneller. Die Mütze, also... Und das Atemgerät, die Hose habe ich jetzt mal nicht dabei. Yay! Ah, springen kann man mit der Tauchausrüstung aber nicht. Was haben wir hier? Kristalle? Auch nicht schlecht. Da ist es schon! Ist das nicht der Wahnsinn? Und welches haben wir? Des Hinterhältigen. Okay. Oh, hinterhältig klingt gar nicht so gut. Nicht, dass hier irgendwas Hinterhältiges ist. Juhu!
Halt! Nein! Lass mich aufsteigen! Kann ich nicht aufsteigen? Kann ich nicht irgendwie hier wieder rausreiten? Doch. Jawohl! Genial! Ist jetzt ja wohl mindestens das dritte Artefakt, was wir schon haben. Ich meine doch, es wäre das dritte. Das und das und das ziehe ich wieder an. Ja, hier den habe ich gefunden. Nicht schlecht. Und die hier habe ich gefunden. Die ist ja auch nicht schlecht. Was habe ich denn für eine Hose? 217 hat die, 286. Ja. Gar nicht übel. So, den ganzen Mist hier, das brauche ich schon mal nicht. Das ist ja schon mal doppelt. Ah, hier ist noch was aus Adobe. Auch nicht schlecht. Dann muss ich das Zeug nicht lernen, wenn ich das ja so finden kann. Sehr gut. Ja. Ich werde jetzt mal wieder zurückfliegen. Und ich finde, wir könnten ja die Artefakte, die wir haben, also ich glaube, die anderen sind im Landhaus, die können wir ja mal in unserer Burg aufstellen. Da würde ich dann mal diese Obsidian-Sockel machen. Und ich kann mir vorstellen, dass hier in diesem großen Wehrwach-Wohnturm, da habe ich ja diese Galerie reingebaut aus Holz. Und wenn ich da ringsrum diese Dinger aufstelle, das stelle ich mir ganz nett vor. Das ist doch schon mal, das ist doch mal was. Ja, wir hatten tatsächlich zwei weitere Artefakte. Jetzt können wir uns ja nochmal hier im Rundflug unsere Burg angucken. Also ich finde, das macht schon eine Menge her, ja. Und dabei ist nicht mal die Hälfte, würde ich sagen, fertig gebaut. Jetzt haben wir hier drüben das andere Eingangsportal. Da kommt man dann hier raus zu dem Berg. Da kann man natürlich auch nochmal irgendwie so einen Wachturm hinmachen. Ja, und jetzt habe ich angefangen, hier hinten halt schon mit Foundations anzubauen. Da werde ich dann vielleicht die Hunde- und Wolfszwinger unten drunter machen. Sehr schön bis jetzt. Wirklich schön. So, landen. Ich finde auch von den Farben her ganz nett. Also ich würde jetzt nicht noch was anderes dazu nehmen. Rote Dächer, graue Mauern und dann halt die eigentlichen Häuser in dieser Fachwerkoptik. Das ist doch, glaube ich, eigentlich eine ganz gute Mischung. Das sind drei verschiedene Sachen, aber trotzdem nicht zu viel. Dass es nicht irgendwie zu kunterbunt wirkt. Das ist dann, sieht dann auch immer nicht so toll aus, finde ich. So. Eingeparkt. So. Knallen wir das da mal rein. Zack, zack. Strukturen, sonstiges. 1, 2, 3. Sehr gut. Dann stellen wir die hier eine Etage über uns einmal so im Rund auf. Habe ich sogar noch einen zweiten Drachenkopf. Den könnte man hier auch aufhängen. Ich habe den anderen, habe ich schon mal hier aufgehangen. Ne, da drüben, da braucht ihr diesen Trophäen-Wandhalter. Da habe ich jetzt mal den Drachenkopf aufgehangen. Dann habe ich hier nochmal das Banner. Theoretisch könnte man hier natürlich hier auch nochmal einen Drachenkopf aufhängen. Und da drüben noch ein Banner. Wobei, dann hängt es über der Tür. Ist auch blöd. Ja, sehr schön. Okay, und ich hatte jetzt gedacht, wir stellen die hier oben auf. Und zwar in jedem Kreuzungspunkt irgendwie eins. Ich weiß gar nicht, wie viele gibt es. Es gibt, glaube ich, mehr. Aber wir haben ja jetzt erstmal nur drei. So, schön in die Mitte. Und so weit nach hinten wie möglich. Geht nicht. Ah, rausgeklickt. Deswegen geht es nicht. So, Inventar. Ich glaube, man musste die da erstmal reinlegen und dann kann man sie ausrüsten. Oh, traumhaft. So, der nächste kommt hier an die Wand. Schön wieder in die Mitte. Nicht in die Wand, nur an die Wand. Okay, dann packen wir das nächste hier rein. Erst ins Inventar und dann ausrüsten. Sehr schön. Und dann kommt... Naja, gut, wir haben ja hier drei Zugänge. Mit den anderen müssen wir uns dann was anderes überlegen. Wo wir die dann hinpacken. So. Und da packen wir dann... Wo ist es, wo ist es, wo ist es, wo ist es? Hier. Das ist das, was wir gerade eben geholt haben. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ja, das, was es hier gibt, das ist das aus Redwood. Und das hier ist das, was hier in diesem Flusslauf, in dieser kleinen versteckten Höhle ist. Grünes Licht, blaues Licht, rotes Licht. Sehr, sehr hübsch. Gefällt mir ausgesprochen gut. Jetzt haben wir hier nochmal eine Werkbank hingestellt. Und ja, wir können mal gucken, was wir jetzt hier drüben mitmachen. Ich weiß es nämlich noch gar nicht so genau, wie ich das jetzt machen will.
Oder aber auch eine Möglichkeit, ich richte das Haus noch mal weiter ein. Da habe ich jetzt auch noch nichts weiter dran gemacht. Mal gucken, wofür ich mich entscheide. Hä? Also, ich glaube, das muss man jetzt nicht verstehen. Was macht der denn hier? Der ist ja wohl kaum jetzt hier hochgeschwommen, oder doch? Was hat denn der für ein Level? Ich befürchte, wenn ich den zähme, kriege ich den aber nicht mehr ins Wasser. Aber cool ist es schon, oder? Ja, Ark ist immer für Überraschung gut. Okay, ich würde sagen, als erstes will ich mal da drüben so ein paar Räucherkammern hinsetzen. Da haben wir auf jeden Fall eine Art Kühlschrank. Da an das Rohr nicht direkt, da will ich dann vielleicht doch lieber nochmal. Wie weit geht denn das Ding? Das ist doch tiefer als das hier, oder? Wenn ich das jetzt hinten rausguckt, kann man das irgendwie mal. Nee. Uch. Nee. So, kann man das hier so jetzt sehen? Jetzt geht's raus. Okay. So würde ich sagen. Mal gucken, mal gucken. Ah, das könnte aber verdammt knapp sein, dass das hinten rausguckt, wobei die Wände hier ganz schön dick sind, muss ich schon sagen. So, es guckt natürlich deswegen nicht raus. Okay. Ja, das ist doch gut. Kann man machen. Das kann man machen. Selbst wenn es rausguckt, dann guckt es eben hier unten im Keller raus. Da kommen vielleicht die Hundezwinger hin oder so. Ich würde jetzt noch einen zweiten daneben setzen. Türchen auf. Dings da, Bums da rein. So, wie weit steht der hier vor? Okay, so in etwa, ne? Hab ich jetzt schon wieder rausgeklickt? Ja. Nervig. Okay, da können wir dann Sachen drin anzünden. So, dann habe ich hier nochmal ein paar Stühle, wobei ich nicht genau weiß, ob ich hier nicht vielleicht lieber Hocker hinmache. Weil, ja, die Stühle, die passen nicht so richtig zu dem Tisch hier, oder? Ich meine, ich kann ja einfach mal kurz hier einen hinstellen. So. Nee, die passen nicht so von der Optik dazu. Glücklicherweise kann man die ja mal aufnehmen. Doch nicht? Doch, aufheben hier. Weil man die auch zum Angeln benutzen kann. Gut, dann ist ja hier nochmal der Aufenthaltsraum gewesen. Da mache ich vielleicht nochmal, ob man die Feuerstelle vielleicht direkt hier vormachen kann. Na, das wäre ja geil. Oh ja, das finde ich gut. Und dann habe ich auch nochmal einen Tisch. So, den könnte man ja hier so hinstellen. So, dann habe ich hier eben die Stühle. Dürfen nicht allzu weit weg, nicht allzu nah dran stehen am Tisch. Sonst kann man sich nämlich wieder nicht hinsetzen. Na, dann steht man da irgendwie immer, wenn man dann absteigt, steht man dann irgendwie direkt auf dem Tisch. Das ist ja auch nicht so schön. So, dann machen wir noch mal einen hier so hin. Und einen hier so hin. Sehr gut. Dann wollen wir mal gucken, ob man die Feuerstelle da direkt reinstellen kann. Das fände ich gut. Dann habe ich jetzt noch eine Bank gemacht. Und dann sollte ich nochmal einen Futterdruck machen, wobei ich noch nicht ganz genau weiß, wo ich den dann hinstellen will. So, die Bank, die kann man ja hier außen vors Haus stellen. Na, dann kann man sich hier oben hinsetzen. So. Sehr schön. Und da sitzt man dann da. Cool. Ja, ein Futtertrog. Wo könnte der gut aufgehoben sein? Da brauchen wir das, da brauchen wir das. Da brauchen wir, weiß ich nicht. Mal gucken, reicht es schon? Irgendwo hier war er doch. Da ist er. Ja, es reicht. Sehr gut. Dann wollte ich mal gucken. Ja, so eine Toilette wäre natürlich auch wieder nicht schlecht. Oh, Zement habe ich nicht. Nee, jedenfalls nicht so viel. Ich habe, glaube ich, nur zwei Stück oder so. Und dann sollte ich nochmal zusehen, dass ich hier vielleicht ein bisschen mehr Metall einschmelze. Da ist hier noch was drin. Hier ist ein bisschen was drin. Dann packen wir mal da das Holz noch rein und schmelzen noch den Rest. Davon kann man auch gleich noch das rohe Metall reinmachen. So, bitte sehr. Und dann mache ich die anderen Sachen hier drüben in diesem Medieval Props Teil. Da gibt es ja sicherlich auch noch. Da können wir schon mal zwei Läufer machen. So, dann packen wir mal den Kram hier noch mit rein. Dinnerware. Na, erstmal machen wir die Stühle.
Da brauchen, gehen wir mal zu Interieur. Nee, war bei Möbel. Genau. Oh, nur drei. Was brauchen wir denn? Dann brauchen wahrscheinlich gehen uns die Fasern bald aus. Da habe ich jedenfalls nicht mehr sehr viele von. Dann nehmen wir doch mal die beiden Felle schon mal mit und die drei Hocker. Und holen dann noch mehr Holz und noch mehr Fasern und so. Und dann richten wir uns hier mal ein, dass das hier auch alles ein bisschen besser funktioniert. Ich kann ja mal gucken, ob ich irgendwie noch eine Wasserleitung nach oben verlege. Und dann da vielleicht nochmal das Waschbecken und die Toilette oder so, dass man so ein richtiges Badezimmer hat. Das fände ich eigentlich auch nicht schlecht. So, ich drehe die mal. Ich weiß nicht genau, wie was da hier vorne und hinten ist. So. So. Wenn ich mich jetzt da hinsetze, wie sitze ich? Ja, jetzt sitze ich richtig. Ja, das meine ich. Jetzt stehe ich auf dem Tisch. Das ist natürlich nicht so toll. Deswegen ein bisschen weiter weg. So, wenn ich mich jetzt hier hinsetze, ja, besser. Besser, besser. Gut, dann haben wir noch die beiden Läufer. Einen würde ich gerne vors Bett machen, den anderen können wir da oben vor diese Sitzbank tun. Haben wir hier den dunklen hin. Ja, es darf nicht alles zu gerade sein, sonst sieht es nicht aus. Aber es muss schon auf dem Boden liegen. So. Sehr schön. Und den anderen mal hier vors Bett, damit es, wenn man aufsteht, man nicht direkt gleich kalte Füße bekommt. So. Ha, traumhaft. Brauche ich hier noch einen Kleiderschrank und Lampen brauchen wir noch überall. Dann wollten wir nochmal die Feuerstelle gucken. Hier vielleicht auch nochmal diese Sideboards. Und noch einen Hocker. Und ja. Wir brauchen also doch noch so ein bisschen was. Okay, ich würde sagen, wir haben hier einen ganz guten Standard inzwischen hergestellt. Also ist natürlich noch immer nicht ganz fertig. Irgendwie will ich das schon noch schaffen, die Toilette und das Waschbecken hier oben irgendwie anzuschließen, damit ich eine Art, ja, Badezimmer habe. Ich habe jetzt die Bank nochmal hier hingestellt. Ja, dann kann ich mich hier vors Fenster setzen. Denn da drüben habe ich ja mein Holzlager. Die Puppe, die kennen wir ja schon. So, jetzt gehen wir mal hier rein. Und da haben wir hier drüben erstmal ein Weinregal und sogar an die Wasserleitung angeschlossen ein Bierfass. Hihi, das können wir aufmachen. Und dann können wir halt ja mit beliebigen Beeren und Stroh Flüssigkeit, Bierflüssigkeit, Dragon Ale und Knight's Blood und einfach nur Bierflüssigkeit herstellen. Was gibt es hier sonst noch? Hergestellte Nahrung, okay. Da kann man dann noch einen Becher reinmachen und dann hat man gleich einen ganzen Becher mit dem Zeug. Das ist natürlich ziemlich cool. Witzig. Gefällt mir gut. So, dann haben wir ja hier unsere Räucherkammern. Die sind jetzt auch noch nicht an, also befeuert. Aber das ist sozusagen unsere kleine Küchenzeile. Man hätte das Fass jetzt auch davor machen können, aber dann hätte es genau unter der Säule gestanden. Das sah irgendwie blöd aus. So, dann habe ich hier drüben unseren Esstisch. Ja, das ist schön eingerichtet, gedeckt. Sieht aus, da ist sogar Bier drin. Ha! Ist ja geil. Ja, da ist echt Flüssigkeit drin. Nicht schlecht. Ja, ich habe jetzt immer noch kein Zeug hier in den Kerzen drin. Aber ich habe hier noch meinen Kerzen, also einen Deckenleuchter angebracht. Finde ich auch ganz schön. Und ja, da muss halt überall noch irgendwie Holz oder sowas rein. So, hier habe ich jetzt einfach mal davor gesetzt. Ja, es dampft dann natürlich leider da oben raus. Also unser Haus ist einfach zu groß. Die Feuerstelle. Aber ich finde, eigentlich sieht jetzt nicht schlimm aus. Ne? Ist halt ein doppelter Schornstein. Ich meine, wer guckt schon so weit nach oben? Dann habe ich das hier. Ich wollte hier eigentlich nochmal den Holzstapel daneben machen, aber der ist so groß. Das lasse ich lieber. Das sieht irgendwie nicht gut aus. Hier haben wir auch noch mal ein bisschen Geschirr, ein bisschen einfaches Geschirr. Dann habe ich hier diese Wandregale angebracht, damit hier diese Wand nicht so leer ist. Es ist schade, dass wenn man da Sachen reinstellt, man nicht irgendwie oben drauf sieht oder so. Ja, dann haben wir hier drüben ein Bett mit Läufer, habe ich hier noch mal eine Kerze und hier einen Schrank. Ja, und jetzt wäre es natürlich nicht schlecht, wenn ich vielleicht hier oder so die Waschecke hinmachen könnte, weil die Leitung, die läuft ja da unten auch lang. Wenn ich also das Waschbecken, ich habe schon eins gemacht, aber ja, ich würde, das müsste man halt an der Leitung ansnappen und die Toilette hier hinstelle, dann habe ich halt ja ein richtiges Toilettenhäuschen.
Ja, zumindest habe ich es nochmal geschafft, das Waschbecken zu installieren. Und zwar so, dass man das Rohr echt kaum sieht. Gut, es läuft jetzt da draußen lang, ja. Aber die Toilette, na, ich hatte jetzt hier nochmal ein Rohr dran gemacht, da würde man die zwar hinkriegen, aber da guckt man in die Richtung. Das finde ich irgendwie, ich weiß nicht, das finde ich irgendwie nicht schön. Das sah komisch aus, ne? Das wäre dann halt so. Und man kann es leider nicht drehen. Ja, man hätte es vielleicht, das kann ich nochmal ausprobieren, ob man es komplett einmal andersrum drehen kann mit E. Manchmal geht das ja. Dann setze ich das Rohr hier doch wieder an. Na, ihr seht, die Toilette ist so. Nee, man kann das nicht drehen. Auch mit Q. Tja. Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Setze ich das trotzdem? Ach komm, wir setzen das trotzdem. Dann haben wir hier eben so ein, ja, ein kleines Waschbecken. Und eine Toilette. Man hätte, glaube ich, auch das Waschbecken nicht andersrum hinstellen können. Das kann man das aufheben. Man kann es sogar aufheben. Krass. Ja, da würde ich hier nochmal irgendwie eine halbe Wand oder so. Und hier vielleicht auch. Dass es irgendwie ein bisschen schöner aussieht. Ein bisschen versteckter. Damit man nicht, wenn man hier auf dem Klo sitzt, so ganz auf dem Präsentierteller sitzt. Ist ja irgendwie nicht so schön. Oder vielleicht auch ganze Wände. Mal sehen, was haben wir denn hier? Wände. Also wir brauchen auf jeden Fall irgendwie eine Tür. Und 1, 2 Wände auf jeden Fall. Lassen wir es dann oben offen. Tja, mal gucken, mal gucken. Ich weiß es nicht so genau. Was ist das hier? Doorframe, Wooden. Mal gucken, gibt es hier auch die passende Door dafür? Ja. Da fehlt aber schon wieder Metall. Ah, ist hier drüben noch zufällig 20 Stück? 29, perfekt. Perfekt. Dann tun wir die da auch nochmal mit rein. Und stellen uns auch noch die Tür her. Das müsste ja die hier sein. Schub, schub, schub. Wo ist das ganze Zeug? Das und das und das. Und dann will ich nochmal die Stockjoggern mitnehmen. Das ist die hier. So, und dann gucken wir doch mal, ob wir das irgendwie. Wir können ja theoretisch auch mit diesem Scaffold-Zeug nach oben weitermachen. Ja, diese Holzkonstruktion. Was haben wir denn hier? Die 8. Naja, man guckt halt gegen die Wand. Weil hier. Also, hier könnte man zum Beispiel die Tür reinmachen oder ist es besser, die Tür hier hin zu machen? Schwierig. Dann vielleicht eine halbe? Ja, hier könnte man die halbe Wand hin machen. Ja, ich mache das so. Ich setze das hier hin und ich setze das hier hin. Und gibt es überhaupt halbe Wände? Nicht, dass ich mich hier zum Kopf und Kragen rede und dann stimmt das alles mal wieder gar nicht. So, dann nehme ich mal die 7, schalte mit R durch, bis ich da angekommen bin, wo ich hin will. Hier. Zack, zack. Und die Wand hier drüben auch noch. Na, jetzt haben wir sozusagen unser Badezimmer. Momentan ist es nach oben offen. Ich könnte jetzt ja, mal sehen, ob ich hier irgendwie noch eine Schräge oder vielleicht lasse ich es auch einfach auf. Ich gehe mal kurz hier rein, mal gucken, wie das aussieht. Waschbecken, Toilette. Ja gut, eine halbe Wand kann ich jetzt natürlich auch wieder nicht hinsetzen, weil dann ist hier ja wieder dicht. Da bräuchte ich zwei Türen. Naja, dann ist das jetzt halt so. Mein Gott. Ich muss leider gerade nicht. Oh Mann. Aber cool, wir haben unser eigenes Bad. Ah, ich weiß, ich. Wow, donnert das hier? Ja, doch, es donnert hier im Spiel ganz krass. Ich werde zwar das Scaffold-Zeug machen, aber glatt oben drauf. Dann haben wir halt nur so eine Holzbalkenstruktur. Mal gucken, vielleicht habe ich das sogar schon. Haben wir hier sowas? Ja, genau zwei Stück. Genau, was ich brauche. Perfekt. Yeah. Schnell, schnell. Lasst mich durch. Oh, cool. So. Hierhin. Sondern hat man hier wenigstens so eine Andeutung von Dach, aber es ist eben nicht ganz zu. Ja, und jetzt kann ich hier zum Beispiel Wasser trinken, wenn ich das möchte. Weiß gar nicht, hat das hier ein Inventar? Ja, ich kann hier auch meine Flasche auffüllen. Gut, die ist jetzt natürlich voll. Super!
Brauchen wir hier eigentlich noch ein Plakat? Irgendwas, wo man hingucken kann. Ein Bild oder irgendwie sowas. Ich bin begeistert. Absolut begeistert. Super, super cool. Ja, da würde ich doch sagen, dass mit diesem grandiosen Ausblick auf Toilette und Waschtisch die Folge auch schon wieder zu Ende ist. Könnt mir gerne ein Like da lassen oder ein Abo für den Kanal, falls ihr es nicht schon getan habt. Momentan, zu dem Zeitpunkt der Aufnahme, fehlen mir noch 2 Abos, bis die nächste Folge Ark Kreaturen rauskommt. Die wartet schon ganz ungeduldig auf euch. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Ark Ragnarok. Bis dann, ciao, ciao!